Meiner Meinung nach ist das System, so wie es erklärt wird, relativ simpel gehalten. Liegt einfach auch daran, damit wir Menschen das nicht großartig hinterfragen. Und wenn wir Sachen hinterfragen, wenn uns Sachen Thema Geld interessieren, erstens finden wir kaum Informationen und zweitens werden diese Informationen dann so kompliziert dargestellt, dass wir uns damit überhaupt nicht auseinandersetzen können. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute kommen wir zur dritten Rubrik der Woche und zwar das Thema Geld und Finanzen. Und auch in dieser Rubrik werde ich heute erstmal über das allgemeine Thema reden. Das heißt, wir werden nicht über genaue Sparpläne oder dergleichen reden. Erstmal möchte ich euch erklären, warum ich jetzt Fitness, Persönlichkeitsentwicklung und Thema Geld mit einbringe. Meiner Meinung nach ist Thema Geld, ob es jetzt positiv oder negativ ist, eines der wichtigsten Themen, mit denen wir uns überhaupt auseinandersetzen können und meiner Meinung nach auch sollten, weil uns beispielsweise in der Schule viel zu wenig darüber erklärt wird, darüber erzählt, berichtet, was auch immer. Wir lernen einfach überhaupt nicht vernünftig mit Geld umzugehen. Uns wird gesagt, okay, im Laufe unseres Lebens verdienen wir mal mehr Geld. Irgendwann, wenn wir so 20, 25 sind, kommt dieser Punkt, da haben wir dann unser stetiges Einkommen. Bis wir 50, 60, 65, wahrscheinlich in unserer Generation 70 oder 75 Jahre alt sind, dann bricht das Ganze ein. Wir verdienen weniger, beziehungsweise kriegen monatlich weniger. Und uns wird gesagt, wir müssen uns daran anpassen. Meiner Meinung nach ist das System, so wie es erklärt wird, relativ simpel gehalten. Liegt einfach auch daran, damit wir Menschen das nicht großartig hinterfragen. Und wenn wir Sachen hinterfragen, wenn uns Sachen Thema Geld interessieren, erstens finden wir kaum Informationen. Und zweitens werden diese Informationen dann so kompliziert dargestellt, dass wir uns damit überhaupt nicht auseinandersetzen können. Aber was am einfachsten ist und was jeder machen kann, ist das Thema Sparen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich in dieser Rubrik viel aufs Thema Sparen und Anlegen gehen werde, weil meiner Meinung nach das Thema halt absolut zu kurz kommt. Die meisten Leute hauen das komplette Geld, was sie kriegen, raus. Und wenn Leute sich vornehmen zu sparen, dann sagen die meistens, okay, am Ende des Monats das Geld, was überbleibt, das spare ich. Auch das machen die wenigsten und ich kann euch sagen, so wird das Ganze auch überhaupt nicht funktionieren. So spart man vielleicht ein paar Euro auf einen Monat gesehen und im Endeffekt bringt einem das überhaupt nichts. Vor allem, ja, man kann sich das hier mal angucken. Viele Firmen bieten das an, dass man Sparpläne direkt außerhalb, also dass das Gehalt direkt ein Teil davon in einen Sparplan fließt. Da gibt es dann auch Unternehmen, die geben auch selber was dazu, wenn du auch selber mit was dazu gibst. Und das wird einfach mit deiner Gehaltsabrechnung dir auf dein Konto überwiesen. Und das sind auch die Sparpläne, die dann am meisten laufen. Das sind Bausparpläne, Lebensversicherung, was auch immer. Auch wenn ich von Lebensversicherung jetzt nicht wirklich so viel halte, wenn ich ehrlich bin. Aber Bausparpläne zum Beispiel, die werden einem da ja aufgezeigt, beziehungsweise werden einem da lang gehangelt, dass man sich doch daran halten soll, beziehungsweise dass man die direkt abschließt. Meiner Meinung nach sollte man sich, wie gesagt, ein bisschen mehr mit dem Thema Geld befassen, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, klar, man kann sagen, Geld ist scheiße, man kann sagen, Geld, das ist kapitalistisch, aber das Ding ist, man kann darüber meckern, man kann sich darüber beschweren, aber ändern wird sich nichts. Ja, das war mein Mikrofon, Sekunde. Da bin ich wieder. Ja, es ist wie mit so vielen Dingen im Leben, es wird sich nicht ändern. Man kann sich über so viele Dinge im Leben beschweren, unter anderem Geld natürlich ein Riesenfaktor, weil er in jedem Leben von uns oder in jedem von uns was damit zu tun hat, in jedem Leben einen großen Punkt beeinflusst. Es ist nun mal eben einfach so. Und aus diesem Grund sollte man sich, finde ich, auch damit eindeutig befassen. Gerade weil man von außerhalb nicht wirklich viel erfährt, beziehungsweise dass Geld eigentlich nur ein reines Tauschmittel ist und man gar nicht so erfährt, was man damit eigentlich wirklich erreichen kann, wie man sein Geld vernünftig anlegen kann, dass es irgendwann vielleicht sogar für einen selber arbeitet und dass man irgendwann von seinem eigenen Geld leben kann, weil sich das Geld dementsprechend vervielfacht. Ich werde euch aber nicht irgendwie ein Video sagen, so verdiene ich 48.000 Euro in nur 24 Stunden, weil sowas ist Bullshit, egal wo ihr sowas hört, es ist Quatsch. Natürlich gibt es Leute, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Beispielsweise Bodo Schäfer hat einen Videokurs veröffentlicht, der innerhalb von 2 Wochen einen Umsatz von über 600.000 Euro generiert hat. Erstens, es ist Umsatz. Zweitens, Bodo Schäfer hat eine riesige Reichweite. Wenn PewDiePie ein Product Placement macht für irgendeine Marke, dann kriegt er für dieses Product Placement 10.000 Euro, wenn nicht sogar 100.000 Euro. Kann er jetzt ein Video machen, jo, macht ein Product Placement, ihr kriegt so viel Geld.
Es ist Quatsch. Es kommt immer darauf an, in welchem Standpunkt ihr überhaupt seid. Und diese Jahre oder Jahrzehnte, die davor gearbeitet werden müssen, die werden meistens gar nicht mit angesprochen. Es wird gar nicht darauf angesprochen, wie viel man wirklich, wie viel Zeit und wie viel Geld man vielleicht auch selber erstmal investieren muss, um sich diese Reichweite aufzubauen, um dann überhaupt das Ganze wieder so zu gestalten, dass auch Geld zurückkommt. Und das ist den meisten erstens viel zu kompliziert und zweitens viel zu aufwendig und drittens viel zu unstimmig beschrieben. Jeder sagt was anderes. Überall sieht man, wie schnell man angeblich Geld im Internet verdienen kann. Und ich sage euch, wie es ist. Es ist nicht einfach. Beziehungsweise muss man arbeiten, um so weit zu kommen. Wenn man weiß, wie es geht, ist es hundertprozentig einfach. Das verspreche ich euch. Wenn ihr wisst, wie der Hase läuft, dann ist es einfach. Aber sich das Wissen anzueignen, sich die Kontakte aufzubauen und da überhaupt erstmal reinzukommen ins Thema, das ist nicht so leicht, wie es überall beschrieben wird. Und das sind einfach ein paar Punkte, die ich dann in Zukunft ansprechen möchte. Das heißt, wie man spart, wie man lukrativ mit seinem Geld umgehen kann, wie man am besten spart, dass man am meisten davon hat, beziehungsweise am wenigsten Verlustgefühl hat, weil klar, jedes Mal, wenn ich mir im Monat was Geld beiseite lege, habe ich das Geld nicht für diesen Monat, kann mir dementsprechend weniger leisten. Aber das sind Punkte, da will ich auf jeden Fall noch drauf eingehen, weil es für mich ein Riesenbereich ist. Es ist für mich auf der einen Seite mega interessant, auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein großer Fan von Geld. Ob man jetzt die Sache an sich gutheißen will, ist die eine Sache. Aber ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der sagt, Geld ist scheiße. Geld sorgt nur dafür, dass wir Menschen uns spalten und es gibt immer Reichere und es gibt immer Ärmere. Das ist für mich ein bisschen quatschig. Ich meine, natürlich geht die Schneide weiter auseinander, weil die Leute, die viel Geld haben, die werden auch immer mehr Geld bekommen. Damals die Black Series Modelle von Mercedes kaufst du dir für 120.000, eine Woche später sind die 180.000 wert, weil sie einfach nur limitiert sind. Das sind natürlich Sachen, klar kann man sagen, die Schneide geht so weit auseinander. Auf der anderen Seite werde ich mit euch, wenn ihr euch heute zu einem Thema im Internet fest positioniert und da dran bleibt, egal was es ist, ob ihr eine Instagram-Seite macht über Katzenbabys, ob ihr einen YouTube-Kanal macht über wie ihr durch den Wald lauft und mit dem Metalldetektor Metall sucht, ob ihr Musik macht auf YouTube. Wenn ihr das 3 Jahre durchzieht, 3 bis 5 Jahre, werdet ihr hundertprozentig mindestens ein Einkommen von 2.000 € damit am Ende haben. Es ist leichter gesagt als getan, definitiv. Ich habe es selber auch nicht geschafft. Ich mache seit 7 Jahren YouTube, kann ich davon leben? Mit Sicherheit nicht. Aber es ist definitiv möglich. Guckt euch Kanäle an, wo junge Leute einfach mal dran geblieben sind und was die aus ihrem Leben gemacht haben, was die für einen Erfolg daraus gezogen haben, was sie erreicht haben und was sie heute für einen Cashflow haben. Das ist für einen Autonomalverbraucher unwahrscheinlich, unrealistisch. Und stellt euch das einfach mal vor, ein YouTuber mit 200.000 Abonnenten, wenn er seine Videos einigermaßen gut gestaltet, kann er davon gut leben. Und jetzt guckt euch mal die Statistiken an von jemandem, der 200.000 Abonnenten erreicht hat. Da sieht man das erste Jahr oder die ersten 1,5 Jahre wahrscheinlich ein Wachstum auf vielleicht 10.000 Abonnenten und dann steigt das Ganze irgendwann exponentiell und auf diesen Punkt muss man kommen. Und das ist YouTube ist ein Beispiel. Das ist mit allen Punkten im Leben, würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist finanztechnisch mit den meisten Punkten gleichzusetzen. Irgendwann kommt dieser Punkt, aber diese 1,5 Jahre, die dieser Typ gearbeitet hat, dass jeden Tag das Gleiche gemacht hat oder das Ähnliche, das sieht halt keiner. Und klar, irgendwann steigt das Ganze exponentiell und jetzt schaut euch ihn an. Wie gesagt, 200.000 Abonnenten. Ich würde sagen, man kann locker allein mit Werbung 2.000 € umsetzen. Und jetzt guckt euch mal an die Spanne zwischen 0 Abonnenten und 200.000 Abonnenten. Und dann guckt euch mal die Spanne an zwischen 200 und 400.000 Abonnenten. Das ist ein Joke. Das sind dann ein paar weitere Monate, aber die 1,5 Jahre oder die 2, 3, 4 Jahre, die man auf die 200.000 Abonnenten sich hochgearbeitet hat, die fallen dann gefühlt weg. Und irgendwann hat man dieses exponentielle Wachstum und damit steigen dann auch die Einnahmen dementsprechend. Und ja, deswegen finde ich es auch immer quatschig zu sagen, dass die YouTuber das nicht verdient haben. Es ist nun mal eben so. Ganz einfach, von 200.000 auf 400.000 hört sich an wie ein Riesenschritt, das ist eine Verdopplung. Aber wenn man erstmal in diesem Flow drin ist, wenn man erstmal eine Zuschauerschaft hat, dann ist das auch nicht mehr so das Riesenproblem. Und ihr müsst euch vorstellen, 200.000 Abonnenten, 2.000 € netto, nur als Beispiel jetzt, ist kann man natürlich nicht sagen, weil Abonnenten haben nichts mit Einnahmen zu tun. Das sind die Aufrufe, die generiert werden. Das sind das Geld pro Klick. Also es sind um die 3 € für 1.000 Klicks momentan brutto. Davon gehen noch das ganze Geld weg wegen Versteuern etc.
Und das Ganze steigt dann dementsprechend mit der Popularität natürlich. Und so ist es egal, ob jemand 200.000 Abonnenten hat oder dann später 2 Millionen. Dementsprechend wird sein Gehalt auch extrem steigen. Und das Gehalt steigt, beziehungsweise das, was er verdient, steigt ja nochmal exponentiell, nochmal stärker als die Abonnentenzahlen. Weil je mehr Reichweite du hast, desto größere Werbedeals kriegst du. Damals, ich kann mich noch daran erinnern, Finn Kliman, ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen, Klimansland macht er, der wohnt bei mir hier in der Umgebung, der hatte damals einen YouTube-Kanal, da hat er so Heimwerker-Videos gemacht. Der Junge hatte 25.000 Abonnenten, was jetzt wirklich zu heutigen YouTube-Verhältnissen, um ehrlich zu sein, nicht viel ist. Er hat aber Werbeanfragen bekommen, wo er mehrere tausend, das ging über 10.000 Euro, hätte er bekommen, hätte er ein Produkt in die Kamera gehalten, und da hatte er 30.000 Abonnenten. Jetzt stellt euch mal das Ganze vor mit 200.000 Abonnenten, was da für Potenzial hintersteckt. Und das sind einfach nur kleine Themenbereiche, das sind einfach nur Themen, über die ich in Zukunft sprechen will. Die Themen werden auch in Zukunft nicht, wie ich jetzt gerade hier sehe, 12 Minuten lang behandelt werden. Das werden etwas kürzere Videos. Falls euch dafür interessiert, dann bleibt auf jeden Fall hier. Und abonniert den Kanal kostenlos hier unten. Falls ihr euch für Fitness bzw. Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dann bleibt auch auf diesem Kanal, denn dennoch dazu kommen Videos am Montag und am Dienstag. Ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche, wünsche euch ein schönes Wochenende, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder auch nicht. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut.